junkfoodtaster.com. And here we go. Here comes the Retro Fanta. And yeah, the bottles are very interesting. Never seen such bottles before. And it's, yeah, a very minimalistic design. And yeah, the Retro Fanta is called Fanta Classic. And on the normal Fanta, they also have advertisement. And they say it's 75 years ago and was invented in Germany. And I'm not quite sure whether this is the original taste. They say it tastes different. We will see. I'm also not quite sure whether this is in Germany only or what. But yeah, let's have the classic Fanta. And I have like chilled and unchilled. So we also see a difference. Here's like smoke inside, okay. And also the unchilled one. Yeah, let's do this basically. And yeah. So first thing is it's not that yellow. I think is there a coloring inside? Anyway. And this is a normal Fanta comparison. Like Fanta is different all around the world, normal German Fanta. So let's have this classic. Tastes like nothing. Tastes like water. How much? They say there's whey stuff inside, 30% milk whey. Hard to translate, guys. And inspired by original. And how much sugar is in there? 7.3 sugar, so it's reduced in sugar compared to the normal one. And why is there this hole? Let's remove the label. Yeah, here are some holes in this bottle. I can't tell you, it's I don't know. It's stupid. It's a very light orange taste. Sort of unfolding in the end, but it's super light. Normal Fanta, definitely sweeter and more taste. Yeah, I don't know. Fail? Is it fail? Draw. I don't care. Draw. This is a draw. So I don't get the sense. But you got nice retro bottles. The sense is to have this nice brown retro bottle. Okay, this was Fanta Classic. I hope you enjoyed this episode. Yeah, I have to taste it unchilled. Let's do it unchilled. Whether this is now the sensation. I would say it tastes better unchilled. Okay, so this was this episode. I hope you enjoyed it. Thanks for watching. Next language, German. Okay, jetzt Fanta Classic. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen spät dran, aber jetzt mache ich es halt. Und einmal gekühlt, dann ungekühlt und dann nochmal gegen die normale Fanta. Also die Farbe sieht man schon. Ja, ist heller. Und das ist hat Molke auch drin. Man kennt ja solche Molke-Drinks von Müller und so. Und ja, weniger Zucker, 7,1 Zucker, offenbar keine Farbstoff. Und ja, es schmeckt, hat einen viel geringeren Geschmack. Ist, als hätte man Fanta gestreckt. 1 zu 4 oder so, keine Ahnung. Hat so einen leicht fruchtigen Abgang, aber das ist so minimal. Also, das ist so ein typisches ist mir egal Produkt. Ich meine, ich kann es trinken. Ist halt Wasser. Wasser kann man trinken. Aber ist nichts Spannendes dran oder so. Es ist einfach nur eine Retroflasche mit einem sehr einfach gehaltenen Label. Genau, ich verstehe den Sinn des Produktes nicht wirklich. Ja, wollte man vielleicht in Deutschland zeigen, dass viele
Also der Coca-Cola-Konzern hat viele Produkte aus Deutschland dann weltweit übernommen, Sprite glaube ich auch. Und da wollte man vielleicht dann so herausstellen oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob es das auch in anderen Ländern gibt. Okay, normale Fanta schmeckt mir nicht gut. Also das ist normale Fanta nervt ein bisschen, aber das ist halt das, was man überall zu kaufen gibt und deshalb trinkt man das relativ häufig. Okay, ja, wisst ihr das? Habt ihr die Klassik probiert? Hier kann man nicht zu groß zum anderen Fazit kommen. Also, mal gucken, wer das noch reviewt hat. Und mal gucken, was die so für Fazit haben. Aber naja, gut. Okay, das wär's soweit. Danke fürs Zusehen. Ja, schreibt, wenn ihr ein Fazit habt, schreibt es in die Kommentare. Und bis zur nächsten Folge.